der Schauspieler Wolfgang Winkler. Das erklärte der Intendant des neuen Theaters in Halle, Matthias Brenner, auf Facebook. Winklers langjähriger Wegbegleiter Jackie Schwarz bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Deutsche Presseagentur den Tod des Schauspielers. Winkler wurde 76 Jahre alt. Mein Kollege und Freund Wolfgang Winkler. Ich habe es gerade während der Vorstellung Dreigroschenoper erfahren und bin sehr bestürzt und bewegt, schrieb der 62-Jährige unter ein Bild des Schauspielers. Winkler sei ein wunderbarer Mensch gewesen, so Brenner weiter. Winkler begann seine Schauspielkarriere bereits in den 60er Jahren. Seither spielte er in unzähligen Filmen und Serien mit. Große Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle des Hauptkommissars Herbert Schneider in Polizeiruf 110. Zwischen 1979 und 2013 wirkte er in der Krimireihe mit. Seine letzte Folge im März 2013 sahen mehr als 9 Millionen Menschen. Zuletzt war Winkler als Rentner Cop in der gleichnamigen ARD-Vorabendserie zu sehen.